was wollen wir alles essen? Wein. Divino. Wisst ihr, was diese Wiener kosten? Soll ich verraten? Was kosten die? Was kosten die 41. Wie viel ist da drin? Ein Kilo Wiener für 1,75 Euro. Lasst euch das auf der Zunge zergehen. 1,75 Euro. Die kommen auch im Backofen. So, dann haben wir Lasagne. Und wisst ihr, was das Hähnchenbrust kostet? Was haben wir gesagt? Hähnchenbrust kostet hier 19 Zloty. 20 Zloty, das sind 5 Euro. Ja. 5 Euro, ein Kilo Hähnchenbrust. Also Leute, wer die Chance hat, in Polen einkaufen zu gehen, macht. Smoothie ist sowieso schon immer günstiger. Ja. Smoothie für meine Smoothie-Frau. Was kostet das? Was habe ich gesagt? 6 Zloty, also 1,50. Genau, für 750 Milliliter, ihr wisst was. Also 1,75. Aber also, wir verraten euch bei einem guten Preis und Futter dann denken. Machen wir dann später, ne? Also, genau. Bis später. Futtertime bei Einfach Andi. Und Marika, darf ich noch dabei sein? Na gut, okay. Ja, so. Wir haben ein Stativ. Wir haben heute lebendes Stativ. Weil unser echtes Stativ ist nämlich noch im Koffer. Muss noch. Das muss noch ein bisschen warten. So, jetzt. Wir haben ein Futter versprochen. Und zwar aus Polen. Wir sind echt da. Wie ihr ja schon bereits durch unsere Roomtour wisst. So, wir haben, ehrlich gesagt, nur sauer reingekauft. Ja. Erstens mal, die sind schon total zermatscht. Also es sind, glaube ich, 2 Pfannkuchen. Cassandra, du darfst uns unterstützen. Du hast ja, 2 Pfannkuchen. Mit Schoko gefüllt, ne? Einmal Schoko mit Schoko gefüllt. Ja. Schoko mit Schoko. Einmal normal. Und einmal mit Zuckerglasur, Schokosoße und Schoko gefüllt. Ist das? Boah, was ist das für buntes Durcheinander? Dann, was haben wir hier? 3 Hörnchen. Achso, das ist zum Frühstück. Das ist Frühstück. 1, 2, 3, 4. Habe ich schon gelesen. Ich glaube, 6 Hörnchens. Mhm. Wir haben nämlich einen Backofen, wie ich ja schon in der Rundtour gesagt habe. Wir wollten uns sehr freuen. Kann man schön aufpacken. Ein Eisbergsalat, wo ich nur weiß. Aber was haben wir vergessen? Hörerbrötchen. Ah, das wird zur Not normal. Nee. Und darüber habe ich mich riesig gefreut. Nein, Boas habe ich mich gefreut. Tee. Oh ja. Das ist der geile Tee. Den wir letztes Jahr in Polen getrunken haben. Ja, Cassandra, wir trinken dann gleich mal alle. Wir erst trinken einen Kaffee und dann trinken wir Tee. Okay. Und wir essen noch was dazu. Ja. Und nicht nur Tee. Aber nichts Schlechtes. Nichts Schlimmes dazu. Also. Den haben wir letztes Jahr nämlich in Polen schon getrunken. Der war nämlich schon in dem Apartment. Ja, das war. Und ich habe den Mürbchen gefunden. Wir haben letztes Jahr echt den getrunken. Opa, guck mal, ich kann. Das war. Kannst du mal ein bisschen leiser machen, sonst hört man nur mich. Das ist übrigens mein Vater, den ihr da hört. Mein Vater! Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Das war der erste Urlaub ohne unser Kind. Ja. Nein, das war der zweite schon. Der erste Urlaub war nämlich, da sind wir im Hotel gewesen und haben Buffet dort. Ja, schön. Wir haben Hundetisch. Ja. Da konnten wir es uns dann mal leisten. Das ist Wahnsinn. War das das mit der Ruine? Das war mit der Ruine. War das dort, wo wir zur Ruine gefahren sind? Das also wir haben da. Ruine, da sind wir zur Ruine, zur Kirchenruine gefahren. Siehst du? Ja, das ist der Urlaub. Oh, da darfst du irgendwann mal nochmal mitkommen. Okay. Gut. Was hast du hier? Bitte schön. Das? Na, überleg mal. In die Kamera halten. Also, Cassandra muss deine Kamera doch machen. Zwiebeln. Ja. Zwiebeln. Genau. Für das Curry, was wir hier machen. Genau. Soll ich euch mal mitnehmen beim Kochen? Oh, Jede, das wird lustig. Ja, übrigens. Wenn wir Curry machen wollen. Dann braucht man natürlich Hähnchen. Haben wir zweimal. Ich weiß gerade, das muss irgendwo unten drin sein. Ein Kilo Hähnchen. Und wir haben Curry haben wir schon mitgenommen. Das hatte ich euch ja schon in uns im Koch. Kochsahne. Nee, die haben wir nicht. Haben wir Milch? Wir haben Milch. Einmal eine Packung Milch haben wir. Okay. Büro. Da sind sie! Ja, und die kosten, also müssen wir wirklich gucken. Also wenn es hinhaut, dann kosten das 750 Pfannen. Da müssen wir genau gucken, ja. Das steht noch drauf. Und wenn es der teurere Preis ist, wenn es der teurere Preis davon ist, dann würden die Kosten 2 Euro, ne? Ja, 2 Euro hat man gesehen. Ja, da müssen wir echt... 8,79 oder so. Genau. Ne? Ja, knapp 2 Euro. Knapp 2 Euro. Weil der Kurs ist derzeit 4,7 ungefähr. 4,78. Genau, gegen 1 Euro. Also, und wir rechnen immer mit 4. Wir gehen immer zum geringsten aus. Das ist sau lecker. Aber hier WLAN? Ja, WLAN. Nein, ihr müsst hier... Also, Sandro, hast du es gefunden? Nö. Nee, auf der Karte steht... Hier hast du auch keinen Empfang getroffen. Ist da ein Zettel mit hier? Ist das der Zettel?
Da liegt nämlich bestimmt noch im Auto. Ah, ja, wir holen den dann. Der liegt oben auf der Ablage. Es gibt da noch mehr. Autoschlüssel liegt dort, kannst du nochmal vorgehen. Ja. Weil wir haben ja günstiger eine in Fahrplatz gefunden. Dann haben wir zumindest, ich glaube, 4 Mal haben wir davon. Mhm. Pudding und Ward. Da kostet ja gerade mal 1,24. Also 25. Also Schwiegerpapa wollte sowas gar nicht essen, der mag sowas nicht. Na, er achtet ein bisschen mehr seine Linie als wir. Ja, ich glaube es auch. Das ist einer, der schlau ist. Und Eleonora wollte keinen haben. Was? Nee, Alessandro wollte keinen haben. Alessandro nicht Eleonora. Du hast einen Joghurt. Ich erzähle einen Mist. Ja, vor der Fahrt. Ich bin die kürzeste Strecke gefahren, also ich kann nicht jammern. 1 Kilo Gouda, der kostet hier 7 Euro. Ja, ja, der kostet schon ein bisschen mehr. Aber da ja Alessandro Sandwich haben will und ihr wollt ja 4 Stück schon aufgehangen. Ja. So ein Croissant mit Käse drauf. Geil. Ist das, ja. Ich mag es lieber mit Marmelade. Ich mag das auch. Und wir haben keine Erdnussbutter mitgenommen. Oh, du Arme, ich mag keine Erdnussbutter jetzt. Nee. Das ist, glaube ich, irgend sowas wie Hähnchen. Hähnchenbrust, genau. Mhm. Also es ging auch vom Preis her. Also es war sehr angenehm, muss ich sagen. 500 Gramm. 500 Gramm. Ja. Ganz gesunde Lasagne. Zweimal, weil wir sind ja schließlich 6 Personen. Ja, das ist ja eine... Können wir in der Mikrowelle machen eine? Ich machen halbe. Eine oder wir hauen sie beide in den Backofen. Ja, eigentlich, wenn wir eine Hälfte essen, also wir da, ja, unter Sandmann eine Hälfte und der Opa eine Hälfte, passt. Ach, passt das. Gut. Wer kriegt nichts? Die Kinder. Die Kinder kriegen nichts. Tja. Jetzt so. Die sind jung, die können das vorbei. Ah, ja. Papa? Das ist böse. Leckereien. Das ist peinlich. Ganz peinlich. Also wenn ich jetzt was sage, wenn ich jetzt so reden dürfte, wo ich fällt, wird es sein. Nein. Nein, ist egal. Was haben wir? Das waren Donuts, ne, Cassandra? Ja, zwei Cookie Donuts. Genau. Dann war das. Drei weiße Muffins mit Dunkel drin. Weiß mit Dunkel drin. Ach so, da habt ihr gelästert. Nein, sowas macht man nicht. Da habe ich gesagt, ja, Dunkel haben wir doch mit. Da können wir ja jetzt Helm mitnehmen. Können wir jetzt Helm mitnehmen, ja, schon klar. Also mein Papa versteht das übrigens. Also ihr braucht euch da wirklich keine Gedanken zu machen. Der lässt sich gut. Der weiß, dass ich das nicht ernst meine. Nicht böse. Bin nicht böse. Ja. Ich habe die anderen Sauereien rausgesucht mit meinem Schwiegerpapa. Mit dem Schwiegerpapa zusammen. Ja, einmal mit Karamell oben drauf. Das ist wie richtige Torte, die Cremetorte, wenn man sowas beim Bäcker kauft. Ehrlich gesagt, 10,61 €. Das sind knapp 2,50 Euro. Ja. Mhm. So, im Endeffekt sind das fast 3 Stücke Torte. Gesagt, das gibt's bei uns nie. Weißt du, was das Problem ist? Das reicht für 2 Tage bloß. Ein. Genau. Was der gekostet hat, das ist sowas wie Raffaello-Torte, ist noch mehr. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube 26,90 € das Kilo. Also da müssen wir dann machen. Müsst bloß aufpassen, der Deckel ist mir vor uns nämlich fast abgefallen. Oh, das ist an der Kasse. Essen. Ja. Blei essen. Wichtig. Na, und jetzt kommt's wichtig. Was wollte der Herr neben mir haben? Dafür würde ich wirklich mein Vaterland feiern. Das ist praktisch in unserem Überlebensurlaub. Davon kann ich euch mal später erzählen. Dummieslauf nennt sich. Das ist unser Dummieslauf-Urlaub. Hier, wie heißt sie? More Money zum Hochfamily. Hochfamily. Du weißt, wovon ich spreche. Meine liebe Mama, genau. Meine liebe Schwiegermama. Da habe ich so ein Gebacken, das sind ein Kilo, ne? Ist das ein Kilo? Ja, aber das waren, da war mehr drin. Das war ein Kilo. Ja. Das war ein Kilo, ja. Alleine gegessen. Da haben meine Schwiegermutter, meine Frau und meine Tochter damals noch relativ. Ja, da war ich noch. Nora war ja auch gerade mal 3 Monate. Nee, jeder hat. Monate alt, ja, da musst du ja noch. Das waren so Schokokekse als Blumen mit einem großen Loch in der Mitte. Und davon, die waren etwas so hoch und so groß. Und da war so eine ganze Packung voll. Davon durfte jeder eins essen. Außer du. Den Rest. Mach mich aus. Ja. Hab ich gegessen. Aber immer so beim Reden, ne? Ja, ja. Und dann hast du gewundert, die Packung. Und dann war die Packung leer. Wir hatten ja alles gegessen. Bestimmt meine große Tochter jetzt und meine ja. Frau. Ja, genau. Wir waren das. Einmal, nein, zweimal Toast. Ich habe hier nur einmal. Haben wir noch mitgenommen. Nur wegen mir. Weißbrot. Und falls du denkst, du kannst ein weißes Brot. Ein weißes Brot. Ein paar Brot. Weil einige essen ja auch keine Croissants unbedingt zum Frühstück. Ja, Papa. Bring mir deinen Kaffee. Was? Nee, da fällt euch aus. Dann. Schmusi. Die kosten ja wirklich. Auch nichts. Ja, 1,50. 750 Milliliter. Liter. Cool, das war noch besser.
Mohnbrötchen habe ich frei eingepackt. Oh, ich liebe ja Mohnbrötchen. Das ist unser zweites Toast. Weil das sind ja immerhin 6 Personen. Alles andere will ja klar anfangen, sein Tisch zu essen. Ja. Nochmal das Hähnchen, ah, was ich vorhin gesagt habe. Dann müssen wir umziehen. Dann haben wir hier 2x Wiener. Oh, jetzt wiege ich das sind 2 Kilo. Nee. Ja. Deswegen haben wir nämlich auch noch die... Was da. Ach, das Weißbrot habe ich geholt. Genau, dann haben wir das Weißbrot geholt. Da ist nichts mehr drin. Oh, oh, ja, wenigstens eh was Süßes, ja. Eh was Süßes, ja. Eh was Süßes zwischen den vielen herzhaften Menschen. Die Pralinen. Pralinen, ja. Ich würde mal sagen, heute Abend, oder? Ja, für alle. Heute Abend. Dann sind sie alle. Ja. Aufpassen. Du darfst mit essen. Es rutscht. Du hast ja keine Süßes. Die Schwester hat ja noch. Okay, da hat mich. Danke. Dam, dam. Ah, 20 Eier. Und denk gar nicht. Ich hoffe, die sind alle ganz. Sieht so aus. Ja. Ich habe sie nicht geworfen. Du hast sie nicht geworfen? Nein, du tust es nicht. Nicht für mich, das in den Bereichen. Hör auf. Wenn die kaputt gehen, jetzt aber. Das würde ich doch selber nicht machen. Ihr wollt früher Ei essen. Das würde ich doch selber nicht machen. Ich bin doch eine Billig. Was haben die gekostet? Was haben sie gesagt? 16 Slotty. Also 4 16 Slotty für 20 Eier. Boah. Wow. Na gut, so wie bei uns. Nee. Das ist billiger. 4 Euro. Viel billiger. 4, 8, 12. Waren das wirklich 16? Da müssen wir mal gucken. Ja, es waren 16. Dann das. Schaut euch mal diese Monsterflasche an. Ich freue mich drauf. Orangensaft zum Frühstück. Cassandra auch. Cassandra auch. Ich hoffe, sie hat danach keine Probleme. Ab und zu, naja, schießt es dann durch. Ja. Wir hoffen es mal nicht. Ich sag mal so. Ansonsten, wir haben ja Medikamente dabei. Andere brauchen Abführung. Ja, ich nicht. Cassandra nicht. Cassandra brauchen wir Abführung. Du brauchst nur Orangensaft. Orangensaft. Das ist auch gut. Alles klar. Und da habe ich einen netten Verkäufer bei Beatronker angesprochen und habe gefragt. Auf Deutsch. Ich habe erstmal Gene Doppler gesagt und ob er weiß, was das Brei ist, weil er hat mich nicht verstanden. Und dann also habe ich es nicht gesagt. Was kostet das? Und habe auf dieses Schild gezeigt, weil das leer war. Es waren keine Schilder drin. Und dann hat er mich bloß zu diesem Scanner gebracht. Ah. Hat gestrahlt. Und dann hat er geguckt, ah, alles klar. Und ich habe mich auch voll nicht bedankt und habe Gene Doppler gesagt. Und dieser... Weißt du, was da... 8,33 also knapp 2 Euro. Noch nicht mal 2 Euro. 2 Euro. Fast 3 Euro. Jetzt doch nicht zahlen. Ich weiß doch nicht. Achso, mit dem Scanner. Ich habe vergessen, dass es in die Bitronka ein Scanner ist. Oh. Was habt ihr euch rausgesucht? Desperados. Margarita. Strawberry Margarita. Keine Ahnung, was es gekostet hat. Ich gebe dir daraus. 3,49 pro Dose. Also 75. 12. Ja. 12 Slotty für 4 Dosen. Günstig ist das nicht. Oh, das hat also sogar kein Alkohol. Das ist 0%. Ja, 0%. Dafür haben wir ja Wein. Ja, den haben wir aber von zu Hause mitgebracht. Das ist ja. Von unserem Austauschschüler. Weil ich trinke ja keinen Alkohol. Genau, zu dritt trinkt sich Wasser. Ja, macht mehr Spaß. Warum? Ich schätze, alleine trinken. Ja. Ich merke es. Tja, sehr gut. Ich teile ja gerne mit dir. Noch ne? Nicht. Papa, ich teile gerne mit dir. Also, na, für wen ist der? Hast du Kaffee gemacht? Der böse Energy trinken. Für den Alessandro. Ja, für den Alessandro. Guck mal. Und hier. Amarula. Aber ganz viele Typen Rock-Getränke. Warte, ich komme. Ich komme. Ja, zeig mal. Was war das? Ananas. Limonade. Mango. Ja. Genau. Oh, was ist das? Irgendwas mit Apfel? Apfel und Mirabelle. Also Mirabelle. Weil Tim Bork Mirabelle, Mirabelle ist okay. Was aber nicht lecker ist, Apfel und Minze. Ja, das ist ganz komisch. Oh, da hat keiner von uns denkt das. Nee. Schrecklich. Und was haben wir hier nochmal? Und die Zero-Cola. Zero haben wir trotzdem noch. Darf ich dich mal kurz unterbrechen? Ja, bitte. Wo hast denn du den Kaffee hingetan? Der ist in dem kleinsten Koffer. Dort ist der Kaffee drin. Genau. So, und jetzt verraten wir euch mal, was ist eigentlich drin. 382 Slotty 70, keine Euro. Hast du umgerechnet? Ich habe gerade umgerechnet für uns mit aktuellem Kurs sind das 84 Euro. Wow, 84 Euro. 84 Euro, also es war doch ein sehr großer Einkauf. Es war zu viel. Naja, ungesundes dabei. Und es sind ja eigentlich, na gut, wie viel Essen sind jetzt dabei? Einmal das Hähnchen, einmal die Burger, aber ohne Burgerbrötchen, gerne vergessen. Die Eier. Kaffee trinken. Eier. Ja, gut, das Frühstück. Das Frühstückszeug. Also. Das ist, glaube ich, noch ein Fleischbau mit dem normalen. Ja. Mit unserem normalen Einkauf. Was sagt ihr?
Ja, Lasagne ist noch dabei. Genau, es sind ja schon mal ein paar Essen. Wir sind aber im Urlaub und haben uns gedacht, alles gesagt, wir können auch mal einkaufen. Wir können auch mal einkaufen gehen. Der ist an. Siehst du, der Mann hat mir doch geschadet. Wir können ja mal einkaufen gehen. Nein, wir können ja auch mal essen gehen. Weil hier kann man sich dann. Ja, der Opa, also Opa hat gesagt, wir gehen heute essen und dann war's das. Und dann geht's wieder. Ja. Nö. Du hast gesagt, wieder. Heute Guck, man muss mal anfangen zu sparen. Ja. Wir schleifen dich da drin. Heile Angst. Wir schleifen dich da drin. Was hast du jetzt gesagt? Ich wollte mal sagen, ja genau, wisst ihr, was wir machen? Pass auf, ich mach's jetzt öffentlich. Oh. Wir laden die mal, den meinen Papa mal immer zum Essen ein. Genau, ja? So machen wir das. Jetzt ist es ganz öffentlich. Öffentlich. Also, jetzt kommt doch auch nicht mehr. Raus aus der Nummer. Und unser Kind bezahlt alleine. Okay. Nein. Sehr freundlich. Ach. Bist ja unser Kind. Ja, gerade noch so. Was möchtest du? Ja, das ist der Kaffee. Und die Filtertüten sind auch da. Na, dann mach doch mal. Ja, du wolltest einen haben. Nicht ich. Okay. Alles andere will sich das wieder nicht zeigen. Also 4,8 Euro. Morgen. Genau. Also ich denke, für die Menge, was wir alles haben. Die Getränke sind ja halt teurer. Der Rest ist günstig, sehr günstig. Ja. Und wir haben halt, naja, vieles auch reingekauft. Aber ich habe damit nichts zu tun. Nein, ich habe dich gesehen. Und Cassandra. Ihr zwei standen immer in diesem Regal. Cassandra, wer ist denn immer in die Regale reingekommen? Also ich auch. Mit deinem Papa zusammen. Und da haben wir die leckere Torte gekauft. Ja, das war der Papa schuld. Ach so, gut. Ich muss da kurz richtig rechnen. Ja, ich habe den hier oben hingelegt. Du versuchst jetzt deinen Kaffee. In diesem Sinne, wir müssen jetzt Kaffee trinken, ansonsten kippe ich hier oben. Sehr spät jetzt. Ja. Ich habe hier Ruhe. In diesem Sinne. Es ist nämlich gleich halb fünf. Warte, ich muss noch mal wieder. Ja, genau. Es ist halb fünf. Dann kriegst du jetzt eine doppelte Dosis. In diesem Sinne, wenn es gefallen hat, Däumchen, abonnieren nicht vergessen. Genau, und vielen Dank fürs Anschauen und wirklich, ihr seid die Besten, Dankeschön. Und wir freuen uns über jedes Kommentar. Beim nächsten, dann nehmen wir schon mal mit, so, wenn ich vom Kirchturm falle oder so. Ja, wir werden mal gucken, was wir so für Sachen erleben. Und sehen, was so passiert. Ja. Oder du die Treppen runterstürzt. Oder sowas. Ja, wir sehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Tschüss. Yes.